Altkreis-Derby in der Rhönkampfbahn. Hünfelder SV gegen den SV Steinbach, das einzig verbliebene Osthessen-Derby in Hessens Elite-Liga. Der SV Steinbach nach dem 3:1 in Wolfhagen natürlich mit breiter Brust hier nach Hünfeld zum Nachbarn gekommen. Beim HSV, da durfte man wirklich gespannt sein, wie die Mannschaft nach nur einem Punkt aus 3 Spielen und 1:9 Toren in dieses Spiel gehen wird. Die Antwort gab der HSV schnell. Mit Offensive. Marc Zentgraf, 8. Spielminute. Sein Ball klasse auf Maxi Fröhlich. Und zum ersten Mal in diesem Spiel Philipp Bagus. Über ihn wird hier noch mehrfach zu reden sein. Dann ein Konter, 10. Minute. Maxim Befz ist durch, zieht ab, aber am langen Pfosten vorbei. Nächste dicke Möglichkeit für den HSV. Und so ging das immer weiter. Die Hünfelder in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend. Leon Zöll auf Maxi Fröhlich, über die linke Seite, der Ball in die Mitte. Und da steht Marcel Trigler und verzieht knapp. Ja, die Steinbacher wirklich mit Dusel hier in dieser ersten Halbzeit. Nächste scharfe Situation. Achtung, Fehler und dann ist Maxim Befz durch. Und wieder Philipp Bagus, der super hier den Winkel verkürzt und klasse pariert. Die Ecke, Kopfball und wieder Bagus. Unfassbar, was der Keeper der Steinbacher in dieser Halbzeit alles rausfischte. Dann gehen wir in die 32. Minute. Das ist hier gleich Luca U, der Ball auf Fröhlich. Und dann kommt das Foulspiel von Tom Wiegand. Und es gibt 11 Meter für den Hünfelder SV. Marcel Trigler übernimmt die Verantwortung. Und im Tor, ja, da steht ein Teufelskerl. Super pariert, gar nicht so schlecht geschossen. Wieder Philipp Bagus, der Sieger. Es war unglaublich, was der Torwart hier alles rausholte. Eine Ecke kurz nach diesem verschossenen Elfmeter und der Kopfball aus Nahdistanz, das kann nicht wahr sein. Diesmal war es Molay, Anis Molay, der das Tor nicht traf. Wir kommen zur einzigen halbwegs gefährlichen Szene der Steinbacher. Alexander Reit genau in die Arme von Benedikt Kaiser. Mehr gab es in der ersten Halbzeit offensiv nicht zu sehen. Anders Hünfeld. Maxi Fröhlich setzt sich hier durch, der Ball in die Mitte, abgewehrt. Das war schon gefährlich genug, aber die Kiste bleibt heiß. Und dann der Ball an den Pfosten. Ja, das kann nicht wahr sein. Der Bagus, der hext den Ball von Maxi Fröhlich an den Pfosten. Und was er nicht an den Pfosten hext, das hält er natürlich. Maxi Fröhlich und dann hier eine unglaubliche Szene. Luca Uth abgefälscht und der Bagus ist da mit einer Mega-Parade. Klasse, der Keeper. Nur ihm hat es Steinbach zu verdanken, dass es nach 45 Minuten noch 0:0 steht. Ja, ich habe es selten erlebt, dass ein Torhüter zur Pause mit Szenenapplaus verabschiedet wird. Aber das hatte er sich absolut verdient. Hünfelder SV gegen Philipp Bagus nach 45 Minuten torlos. Würstchenpause! Ralf, habt ihr noch eine Wurst? Na klar, haben wir noch eine Wurst für dich. Halt, da kommt doch nichts drauf. Die ist von Müller. Ja, was hat sich der SV Steinbach einfallen lassen? Drei Wechsel zur Pause und zu Beginn ein anderes Gesicht. Darian Jung hier mit der ersten Szene, so 120 Sekunden nach Wiederbeginn. Und da wird der Ball noch abgefälscht hier. Die erste gute Szene hier durch die Steinbacher. Fabian Koch war da noch dran. Und dann die Szene des Tages, das Tor des Tages. Luca Uth, ausgerechnet Ecksteinbacher mit einer Butterflanke auf Maximilian Fröhlich. Und dann ist auch Philipp Bagus geschlagen. Super Kopfball in die Ecke. Und der HSV führt überfällig mit 1:0. Schade, danach verflachte das Spiel immer mehr. Es war keine tolle zweite Halbzeit hier. Und dennoch gab es die ein oder andere gute Szene. Erstmal wieder die Hünfelder. Dann kommt hier ein Pass in die Mitte, der nicht ankommt. Und so entwickelt sich der Konter der Steinbacher. Alex Reit, Sasser Schleinig. Und dann hier Doppelpass. Klasse gemacht. Und dadurch ist Schleinig durch. Die Riesenmöglichkeit. Der Ball ist nicht im Tor. Knapp vorbei. Ja, das war die Möglichkeit für die Steinbacher hier zum 1:1 zu kommen. Das war so Mitte der zweiten Halbzeit. Ja, viel passierte nicht mehr. Wir gehen schon in die Nachspielzeit. Freistoß. Alexander Reit. Der Kopfball, der senkt sich aufs Netz. Wieder nichts. Aber das wäre auch unverdient gewesen. Es blieb dabei. Der Hünfelder SV gewinnt sein Spiel zu Hause gegen den SV Steinbach mit 1:0. Ja, absolut hochverdient. Auch wenn das Ergebnis am Ende knapp war.
und die zweite Halbzeit nicht mehr so toll. Aber für Peter Paljatka bleibt eine Erkenntnis. Ein Philipp Bagus ist zu wenig, um im Hünfeld zu bestehen.